Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du einen breiten Lat aufbauen kannst. Und zwar nehme ich dafür mal meine Erfahrungswerte. Ich habe schon immer in meinem Trainingsplan zwei Grundübungen drin gehabt. Einmal das Latziehen und einmal das Rudern. Natürlich gibt es da viele verschiedene Variationen, aber diese beiden Übungen haben in meinem Plan nie gefehlt. Manchmal natürlich die Reihenfolge getauscht, aber das sind wirklich essentielle Sachen für mich gewesen und die waren auch dafür verantwortlich oder sind dafür verantwortlich, dass ich eben ordentlich Masse auf meinen Rücken packen konnte. Ich würde mal sagen, ich zeige euch direkt, wie ich das mache und beziehungsweise wie ihr das auch direkt umsetzen könnt. Und zwar gehen wir mir erstmal in die Latzustange. Mit einem gewölbten Griff hier packe ich immer meinen Daumen gerne in den Schwung rein, mache meine Hand ganz lang. Dann Sitzposition ist schon vorher eingestellt gewesen, dass ihr wirklich fest in dem Sitz drin seid. Dann ganz wichtig, um den Lat anzuspannen, Schultern aktiv runterziehen. Also wie ihr seht, zwischen dem hier und dem hier ist enorm viel Spannung. Dann Handgelenk bleibt gerade und die Ellenbogen bleiben nach vorne gedreht und die bleiben auch dort, wo sie sind. Brustbein bleibt oben und dann ziehen wir die Stange runter. Schön gerade, schön vertikal und wieder runter. Und achtet drauf, auch wenn es schwerer wird, euch nicht zu weit nach hinten zu gehen oder mit Schwung zu arbeiten. Denn wir wollten wirklich schön die Vertikale ausnutzen. Und wenn wir uns nach hinten lehnen, das man auch ziemlich oft sieht, und den hier, dann hat man einfach nur ein Rudern. Im Endeffekt ist es wirklich nichts anderes als Rudern und das wollen wir nicht. Bei Rudern machen wir gleich. Hier wollen wir wirklich den Winkel ausnutzen, um wirklich vollständig zu arbeiten, den ganzen Rücken zu trainieren. Jetzt erholen wir uns ganz kurz und dann geht's zum nächsten Satz. Auf geht's zum zweiten Satz und vorher zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie das von hinten aussieht. Ich denke, dass die Position so ein bisschen besser zu sehen, was es ausmacht, wenn die Schulter einmal unten ist. Da ist der Rücken gleich unter Spannung. Ich hoffe, das sieht man auch. Das ist unangespannt, das ist angespannt und in der Position arbeiten wir jetzt auch. Ich habe das Gewicht jetzt ein bisschen erhöht. Jetzt geht's los mit dem nächsten Satz. Bleibt euch auch immer bis zum Ende treu. Es macht keinen Sinn, wirklich viel zu schwingen, weil wenn die Spannung auf die hintere Schulter oder sowas fällt dann oder auf den Bizeps, Zielmuskel ist der Rücken. Wenn der Rücken nicht mehr kann, dann pausiert. Und jetzt warte ich noch mal ganz kurz, trinke noch mal einen Schluck Wasser und dann geht's zum dritten Satz. So, dritter Satz. Auf geht's. Jetzt machen wir 90 Sekunden Pause und dann geht's zum Rudern. So, jetzt gehen wir zum Rudern am Kabelzug. Die Variante ist wirklich meine Lieblingsvariante, weil man hier wirklich sich nur auf den Rücken konzentrieren kann. Und warum wir überhaupt Rudern machen, warum wir von der Vertikalen zur Horizontalen gehen, ist einfach, es ist ein anderer Winkel. Und beim Latzug gehen wir so ein bisschen mehr auf den oberen Rücken rein und beim Rudern so ein bisschen mehr auf die Mittelpartie. Sogar noch anteilig den unteren Rücken noch ein bisschen mehr. Und das ist einfach ein anderer Winkel und ich will einfach komplett vollständig trainieren, den ganzen Rücken mit dabei haben. Und deswegen ist Rudern für mich essentiell. Es gehört immer dazu, egal in welcher Variante. So, ich zeige euch mal direkt, worauf ihr achten müsst. Und zwar Beine auf die Anrichtung, Brustbein ist oben, wir sind schön gerade im Rücken. Unser Po ist so leicht angehoben, dass wir so ein bisschen Spannung im unteren Rücken haben. Schultern sind
geöffnet und dann ziehen wir den Griff zum Bauchnabel, sodass die Ellenbogen, die Unterarme, sorry, und dass wir parallel zum Boden mit den Ellenbogen sind. So rum. Schultern öffnen sich wieder und Zug. Brust hoch, Schultern bleiben nach unten gezogen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hier verspannt euch irgendwann im Nacken. Bleibt unten und die Spannung ist schon fast automatisch auf dem Latt. Wieder lang stretchen und ranziehen. Und wieder ranziehen. Wenn ihr etwas Problem habt bei der Spannung, dann lehnt euch ein bisschen weiter nach vorne, lasst den Rücken aber gerade und ihr habt automatisch mehr Spannung im Rücken. Es gibt echt einen guten Pump. Das ist echt meine Lieblingsübung. Mit Abstand. Echt das Krasseste, was es gibt. Achtet auf die Schultern und zieht die Unterarme parallel zum Boden bis zum Bauchnabel ungefähr. Das ist wirklich krass. Erstmal noch einen Schluck Wasser. So, auf geht's zum zweiten Satz. Das Gewicht habe ich wieder etwas erhöht. Und direkt wieder auf alles achten. Schultern unten lassen, Brust hoch. Schön gerade Rückenposition und der Zug zum Bauchnabel. Dritter Satz, auf geht's. So Freunde, das war's auch schon. Also wie schon erwähnt, das sind so meine Fundamentals, meine Basics. Die dürfen wir in keinem Training missen. Natürlich versucht auch da Variation reinzubringen. Es gibt natürlich auch noch mehrere Varianten des Rückentrainings. Baut auch ab und zu noch ein paar andere Übungen ein, wie zum Beispiel Langhantelrudern, Kreuzheben ist natürlich auch eine super Variante für den Rücken. Einfach versuchen wirklich viel mehr mitzunehmen, aber achtet wirklich drauf. Die Basics reichen auch aus. Viel ist immer nicht gleich besser. Und mein Rückentraining besteht aus 3, maximal 4 Übungen. Aber im Endeffekt, hier ist die Verletzungsgefahr sehr gering und der Erfolg ist sehr groß. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.